Ja, nee, einen Platz habe ich auf jeden Fall noch frei. Jetzt war die Frage. Hier, warte mal. Tot. Ach, warte mal. Einmal. Dann. Freigeben. Oh, diese Spinner. Oh, diese Spinnen sind einfach so ekelhaft. Und jetzt. Okay, jetzt klappt's. Aha. Hallo, meine süße kleine Motte. Du gehörst jetzt mir. Kuckuck. So, was brauche ich für die Schreckensbeutel? Eine von den Schreckspinnen. Boah, nee, ich muss Spinnen töten. Boah. Okay, aber nach ganz oben. Boah, ist ja widerlich. Hihihihihihihihi. Boah, ist so abartig. Oh. Eltern und ihr Timing einfach perfekt immer. Ja, man kennt's. Ich muss Spinnen töten. Sie lassen einfach diese ekelhaften Sachen nicht fallen. Ah. Wir gehen zum Glück recht schnell, wir stellen Pizza. Pizza. So, Ich morgen weiß jetzt gucken übrigens, wir. wo uns lag. Dass Vorhin. ich, meine Tiere waren tot. Ich musste sie erst wiederbeleben, dann wegschicken und dann konnte ich mir mein neues Tier zähmen. Ah, und jetzt hält die Mutter auch aggro. Dann waren deine Tiere wahrscheinlich einfach ein bisschen zu low, was den Angriffskraft angeht. Das kann sein, oder? Ja, doch. Aber wenigstens. Vielleicht macht. Oder ist es auch unterschiedlich? Habe ich ja im. Oder haben wir ja mit Dufte gemerkt. Der komische Feuervogel-Dingens hat zum Beispiel ja gar nichts gemacht in Sachen Akku halten. Der Eber hat ihm ja immer die Akku geklaut. Und so im freien Feld hat er ja gar nichts gemacht. Das war immer ganz witzig. Boah, setze ich mir dann Fokus auf deine Motte? Dein Fokus auf Motte. Oh, ich brauche Wenn deine Spinnen. Motte jetzt tankt, dann muss sie der Fokus sein. Yay! Meine Mutter hat eine Aufgabe. Das Schlimmste ist, ich muss diese scheiß Spinnen suchen. Oh. Ich habe erst eins von acht. Oh, die kriechen so ekelhaft. Die kriechen so ekelhaft. Oh mein Gott. Und wenn sie sich dann da auf den Rücken schmeißen. Boah, Alter, droppt doch endlich. Ich werde aber euch bestraft mit diesen Viechern. Sie rennen. Ah, gut, dass ich hier wirklich diese Engelsfedern habe, dann kann ich der von der rennen. okay, da hinten gibt es noch ein größeres Gebiet. Gehen wir erstmal in das da. Was brauche ich da? Arakoa-Federn. Die vier Dinger. Da habe ich alle gekriegt, bis auf eine, also 29, und dann hat die letzte ewig gedauert zu droppen. War Nett. richtig ätzend. Fühle ich. Hatte ich mit meinem anderen Char. Das kann jetzt wahrscheinlich auch wieder Ewigkeiten dauern. Heilung, ui. Wenn sämtliche Bewegungsfähigkeits- und Bewegungseinschränkungseffekte von sich selbst sowie einem verbündeten Ziel. Das ist nice. Es kann echt praktisch sein, wenn du zum Beispiel gestunt bist. Die Motte ist echt cool.
Mir bleibt deine Motte jetzt auch am Leben. Ja. Juhu, ich habe endlich eine Feder. Nice. Sag ja, das kann Ewigkeiten dauern. Ein Vorteil haben wir können fliegen. Im Gegensatz zu den letzten zwei Gebieten. So, ich schau schon mal den nächsten hier ran. Oh, Motte kriegt Schaden, Motte Heilung. Brave Motte, feine Motte. Alter, eine Feder. Ja, auch eine? Oder hast du eine bekommen? Ich habe eine einzige bekommen. Ja, die Drop-Chance ist so. Oh, auf dem Turm sind auf jeden Fall noch ein paar Leutchen. Hier sind auch noch ein paar. Ah, der hat eine Feder. Feder. Zumindest bei mir hat er eine Feder. Guck, nee, haben. Bei mir nicht. Okay. Bei mir leider nicht. Ist die Frage, kann ich die mit dir handeln? Und zählen die dann auch? Wäre cool, wenn, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht funktioniert. Aber schauen wir mal. Da wir Hande. Oh, nicht Motte. Handeln. Inventar öffnen. Handel. Und hat die gezählt? Yep, hat gezählt. Geil. 4 von 30. Dann suche ich jetzt die Leichen auch mal. 5 von 30. Juhu! Well. Feuer. Okay, ich gehe einmal auf den Turm. Turm. Hi. Motte, Heilung. Komm. Noch brauche ich den Typen zwar nicht, aber egal, ich kenne ihn trotzdem. Okay. Der ist weit geflogen. Ja, ich habe ihn rübergeschubst. Das war aber nicht nett. Oh, außer Sichtweite. Ja, ist doch gut. Nope. Wieder eine Feder. Sehr schön. Hier ist eine drin. Genau, so ein Typ. Hi. Federn sind echt ätzend. Ja, hab ich damals mir auch gedacht. Also wenn man 4 Zeiten Langeweile hat, dann ja gut, okay. Oh, 2 Federn gleichzeitig. Oh, ja, glaub ich's denn? Yay, und ich habe eine von diesen Kugeln. Oh. Schon. Meine 4 kommen jetzt erstmal gar nicht hinterher.
Vorhin erstmal 3 Jahre bis da. Hättest du dir auch Levitation geben können, dann hättest du keinen Schaden gekriegt. Ja, und 3 Federn! Wow, ich hab 4 mal Inventar verspielt drauf. Wenn also vielleicht noch 4 Stück fehlen. Oh, ist doch durch, ich hab 11 von 30. Ah, nochmal 2. Hab ich 6. Oh, auch nochmal 2. 13. Eine fehlte noch. Dann kann ich dir mal 6 geben, dann bist du fertig. Ja. 15. Hälfte habe ich. Ja, bleib stehen. Pötchen. Ande. Yay. 21 von 30. Ja. Sehr geil. 30, Mann, das war ja gar nicht 20, das war ja 30. 23 von 30. Okay, da unten sind nur noch Spinnies. Ja, gut, die brauche ich auch, aber ich hole mir mal die Spinne. Spinne. Wobei. Okay, die Federn gibt es da hinten aber auch nochmal. Da, wo das letzte Auge ist. Können wir auch kurz hin. Kann ich hier nebenbei noch nach den Spinnies gucken. Ach, was wird geheilt? Bei den Wölfen muss ich nochmal gucken, welche ich habe. Ich will nicht zigtausendmal die gleichen Wölfe haben. Ich konnte nicht richtig durchziehen, weil das Wasser schon so kalt war. Yay, 2 von 8 von diesen ekelhaften Beuteln. Das Spiel weiß, wie es mich quälen kann. Mit Spinnen. Mhm. Oder allgemein Meerfüßlern. Also, Skorpione gehen. Selbst 1000 Füßler sind in Ordnung. Spinnen sind komischerweise so die Art, die einfach so gar nicht geht. Also Spinnen ist einfach grundsätzlich zu viel. Gut, okay, den Skorpion muss ich mir jetzt von nahen vielleicht auch nicht angucken, aber da habe ich nicht ganz so viel Angst vor. Da geht das Hinterteil nicht hoch und runter. Das ist nicht so extrem. Nur so ein Stachel. Ja, das Stachel ist in Ordnung. So. Das Mounty. Oh. Jetzt habe ich auch einen Fuchs. So. Wo geht's zum Auge? Da geht's zum Auge. Wahrscheinlich auch wieder irgendwo oben drauf. Ah ja, direkt da vor mir. Perfekt. Oh, unbedingt noch bessere Schultern für meinen Fuchs, ey. Auch allgemein bessere Ausrüstung. Ich will gerade nur nicht. Ich sehe gerade noch halbwegs gut aus. Ah, weil du auf T gewechselt bist, ist der Fokus gerade kurz verschwunden. Und ich gerade wundere, warum mein Fokus weg ist. Ich weiß nicht, irgendwie jedes Mal, wenn man das Wort Fokus sagt, also nicht nur jetzt, sondern allgemein, muss ich an Gothic 1 denken. Wo man die Fokussteine. Wo man die Fokussteine sammeln muss. Deswegen, nie gespielt, nur viel von gehört. Oh, musst du unbedingt mal spielen. Das ist so ein tolles Spiel. Mein Plan ist es, das irgendwann mal selbst im Stream zu spielen. Hui! Ich bin zu blöd, hier runterzuspringen. Oh mein Gott. Wenn du runterspringen willst, sag mir vorher Bescheid, ja?
Seh dein Leben. Du bist gesprungen. Du hast es erst danach gesagt. Da war ich schon unten. Entschuldigung. Ich habe keinen Schaden genommen, weil ich runtergesprungen bin. Ich hätte ja auch auf meinen Mount nehmen können und runterfliegen können. Das wäre jetzt so einfach. Es gibt einem halt nicht so den Nervenkitzel, weißt du? Mhm. Leben am Limit. Leben am Limit. Heute der Special Guest Fürtje. Ja. Und was ist Ihr Hobby? Ihr springt von Klippen. Ja. Ich habe jemanden, der mich wiederbelebt. Warte, wo ist mein Pandare? Eine Feder fehlt noch. Okay. Yay! Keine Feder mehr! Noch 4 Stück. Okay. Dann. Krabbelviecher. Krabbelviecher töten. Der ist Kammerjäger. Mhm. Das wird lustig. Nicht. Ich wäre schon wieder gerufen worden. Ich muss halt noch ein bisschen Öhrchen aufhalten, ob es gleich Essen gibt. Essen. Ich, die gerade erst gegessen hat, aber trotzdem schon wieder Hunger hat. Komm her, Spinny. Spider-Man, does whatever a spider can. Can he climb from the wall? Yes, he can. He is a Spider-Man. Oh, ich will diese Quest hinter mich bringen. Mutti. Rechts sind nur Wölfchen. Riesiges Gebiet. Oh Gott, hallo Spider. Ich habe eine Spider gefunden. Ich auch. Ja, ich komm zu dir. Oh mein Gott. Kann der Fokus nicht einfach da bleiben? Nur weil das Tier verschwindet, heißt doch nicht, dass mein Fokus verschwinden muss. Wo ist die Motte? Da ist die Motte. Motti fast tot. Motti heilen. Motti fast tot. Ja, mit irgendwas konnte ich meine Tiere, glaube ich, auch einmal heilen. Mit Füttern oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe. Tier heilen, da. Ja. Sofort Heilung fürs Tier. Okay. Hier ist ein riesiges Gebiet. Das ist halt recht selten, weil ich halt da bin, ne? Hier sollen angeblich ganz viele Spinnen sein. Ich sehe Motten. Ich sehe auch nur Motten. Auf der rechten Seite waren wieder ein paar Spinnen. So habe ich mindestens 2 Stück gesehen. Oh, ich meine, rechts, das ist auch noch eine Quest, die ich abgeben kann. Da sind die schönen Motten. Die brauche ich auch noch. Das sind die Infizierten, die Bösartigen. Ja. Muss ich gleich mal gucken, ob ich mir die auch holen kann. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Ja, die ewige Sonne, genau. Geht mit der Erdenmutter. Ging das? Wildtierkunde. Ja, ist zähmbar. Ja, die Infizierten brauche ich auch. Okay. Also irgendwo rechts, sagst du, ne? Da habe ich mindestens 2 Spinnies gesehen gerade. Okay, wir schauen einfach mal. Ich in eine dieser Motten reinlaufen. Da ist eine Spinne. Widerlich.
könntet ihr wenigstens keine Geräusche machen. Und nichts Silent, dabei. Silent Spider, ey. 3 von 8 erst. 4 von 8. Haben die Items, die du da bekommen musst, so einen Rahmen drumherum, oder ist das so ein ganz normales Item? Vielleicht kann ich da auch kriegen, wie die Federn. Ich muss mal gucken. Scheint ein ganz normales Item zu sein, glaube ich. Schreckensgiftbeutel. Ja, ich kann die auch sammeln. Sehr gut. Ich brauche noch 4. Ich habe 2. Und Essen ist da. Ich muss gleich meine Pizza hochrollen. Oh, ich will auch. Das ist noch eine Spider. Yay, 5 von 8. Bei mir war leider keine drin. Warum gucken wir hier? Da ist einer. Widerlichen kleinen Drecksviecher. Nee, war nicht drin. 5 von 8 hast du, oder? 6. Yep. Okay, ich habe glaube ich 3 Stück. Ja, ich habe 3 Stück. Das wäre. Andel. Yay! Vollständig. Geh kurz deine Pizza holen. Ah, das ist klar. Aber ich fliege ein Stück Code, nicht, dass ich wieder das Wort. Ja, stimmt. Der Sabinowurm. Toll. Ah, und schon mal weiter. Raucher? Ich meine, ich brauche die Motten. Aber eine bösartige Terrormotte. Bösartige Terrormotten. Die armen kleinen Viecher, ey. Muss unbedingt ein paar Wildtiere abgeben. Unbedingt. Nur meine Motte nicht. Meine Motte will ich behalten. Aber gibt es nicht auch bald? Begleiter 4. Stufe 41. Begleiter 5. Ich will mehr Begleiter haben. Die Welt braucht mehr Begleiter. 1. So, die Pizza geschnitten, der ist gut, nein, ist sie nicht. Ich muss jetzt Serie ab. Bibi! Hallo! Oh, ich mach eine süße Pizza. Könnte die größte sein, die wir haben?
Hör auf, Pizza! Ich habe ein merkwürdiges Objekt aufgesammelt. Auch in Ordnung. So, kann ich jetzt endlich die Quest abholen hier? Danke. Was soll ich denn machen? Was? Der Fall da getötet. Okay. Ich weiß auch nicht, was ihr von mir wollt. So, das haben wir. Holy shit, deine Mutter ist ja fast RIP. Ja. Das nicht mehr. wir hatten einen harten Tag. Ein Ziel. Das habe ich ausgeschaltet. Ich finde die Stimme von meinem Fuchs ja nicht ganz niedlich. Ja, ich mag meine Stimme auch, aber ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Ich habe kein Ziel. Das Ziel ist außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Das passiert bei mir halt nicht so oft, weil ich ja eigentlich größtenteils am Heilen bin, ne? Wenn ich mal Sachen ja, mache. Bei mir halt leider durchgeht. Am schlimmsten ist halt, du kriegst schon die ganze Zeit. Oh. Entschuldigung. Nichts passiert. Leben am Limit, ich sag's doch. Ja, ich hab in der letzten Sekunde schön gemütlich erstmal Levitation gewirkt. Passt schon! Achso, da ist ja nichts mehr. Wildtier ängstigen. Jagt ein Wildtier Angst ein, woraufhin es bis zu 20 Sekunden lang verängstigt wegläuft. Erlittener Schaden kann den Effekt unterbrechen. Warum brauche ich das jetzt? Ja. Hä? Also bei manchen Fähigkeiten frage ich mich nur so, warum? Warum soll ich das hier verscheuchen? Wenn ich es töten will? Wenn der Effekt aufhört? Hä? Das hat doch keinen Sinn. Mögen euch die Winde leiten. Ja. Was führt euch hierher? Ja, die Winde. Die Winde führen uns hierher. Probe einer Terrormotte. Jetzt muss ich die normalen töten. Oh, das tut mir leid. Es tut mir leid, du musst deine Verwandten töten. Tut mir leid, Monty. Oder ich nenne dich Monty. Monty die Motte. Gib dieser Frau nicht das Recht, den Tieren Namen zu geben. Denn es kann nichts Gutes bei rauskommen. Der heilige Fuchs, ich schwebe in der Luft. Ist das ein Vogel? Ist das ein Adler? Nein, es ist ein Fuchs. Ich kann auch jetzt fliegen. Yay! 12 in 9 Minuten. Voll cool. Ich kann so von der Klippe springen. Jetzt will ich nicht. Hallo, Wolf. Ich brauche ich leider nicht, aber du stirbst trotzdem. Oh. Ja, eine Probe noch.
gut, dass es hier so viele Motten gibt. Also Spinnen musstest du suchen. Motten gibt's hier wie Sand am Meer. Yay. Verständlich. Ja, gebe ich erstmal ab. Direkt da vorne. Servus. Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Ah ja, das ist jetzt wieder mit dem Suchen. Ja, ich weiß. Ich kenne das Prozedere. Nee, das machen wir jetzt nicht. Dann. Noch da hinten. Ey, mir ist meine Pizza schon leer. Ich habe die große bestellt, du hast bekommen die kleinste Pizza der Welt. Ich wollte gerade fragen, hast du die inhaliert? Nein, ich habe nicht wirklich groß, die haben so keinen großen Ofen. Oh, ich will mir auch mal wieder so eine große Pizza bestellen. Warte. Ich werde noch Wasser geschüttelt. Jetzt bin ich eine feuchte Katze. Okay. Wasser geschüttelt. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Eliminieren Sie den zweideutigen Gedanken sofort. Ich bin dabei. Siege der Feuer schwingen. Den muss ich jetzt hier töten. Ruhig. Mal Artgenossen töten. Ah, das ja. Ding. Okay. Aber nur killen, was hier ist. Nett. Der Nakana Fuliant. Okay. Mutti geht's ja voll gut noch. Immerhin heißt du nicht Modbert von Mottersen. Nee, darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Das sind ja so Namen, die mir einfallen. Ja, stimmt. Nee. Da bin ich dann doch wieder zu unkreativ für. Ich bin Dungeon Master. Kreativität ist mein Job. Ich glaube, ich habe einfach sowas von unkreativ. Ich meine, alleine, dass ich halt schon meine komplette Geschichte halt selber geschrieben habe, zeigt ja schon, dass Kreativität vorhanden ist. Als Kind hatte ich sehr viel kreative Einfälle. Das ist heutzutage nicht mehr so. Als Kind war ich ein übelster Tagträumer. Da bin ich durch die Gegend gelaufen und auf einmal dachte ich, ich schwebe. Nee. Aber ich hatte da deutlich mehr Fantasie als heute. Muss ich zugeben. Ich habe schon wieder vergessen, meine Heizung anzumachen. Motti nicht anklicken. Da ist Motti. Fokus. Hörst du auf, mich von hinten anzugreifen?
Sind meine Tiere gerade größer? Ja, wegen Wut vom Eber, glaube ich. Wegen Berserker. Ah ja, okay. Ich wollte nur gerade sagen, so, hä, sind meine Tiere gerade irgendwie größer geworden? Oder? Ja, das passiert bei Berserker. Da blustern die sich auf. Ja. Muss man auch mal groß sein. Boah, jetzt krieg ich, nein. Ich habe ein anderes Lied im Kopf. Nein! Weißt du, welches Lied ich gerade im Kopf hab? Nee. Will ich's wissen? Was? Weiß nicht. Ja. Frag ich dich. Ich hab seit Wochen immer noch die Melodie von Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen im Ohr. Durchgehend. Ich hab jetzt gerade spontan Tabaluga, ich wollte nie erwachsen sein, das soll ich nicht. Ja gut. Da Spawn hat ja auch schon vermehrt einen Ohrwurm. Er ist weg, gerade mit mir. Ich will meine Artgenossen nicht töten. Böse Macht treibt mich an. Wo ist eine Aufgabe? Ellen sei mit euch. Ich nehme teil. Dame hier verteidigen. So, du machst deine Typen, ich verteidige. Okay. Wenn sie mal weiterlaufen würde, dann gehen. So, wenn ich wiederkomme, dann macht hier jemand leben, ne? Ja, kriegen wir hin. Ja, ich habe meine 10 von 10. Weil ich bin schon, dass du da bereit bist. Ich bin bereit, das Lauf. Jetzt brauche ich nur noch den Arkan Folianten. Wo haben wir da schon wieder schlummert? Ich meine, der war irgendwo auf irgendeinem Turm. Ja, ich glaube, ich kann jetzt auch noch eine neue Attacke. Ich gehe mal kurz gucken. Okay. Mach mal kurz Luki Luki. Du hast dieses komische Vieh aus Shadowlands. Ist das hier oben? Ich teste mal. So ist denn du? Meinen Folianten. Achso. Ich teste einfach mal. Sieht hier aus wie so ein kleiner Boss. Mini-Gegner. Ja. Gedöns. Ich sag mal so, den braucht man ein Stück später. Achso. Pardon, war ein Versehen. Ich wollte nicht in ihre Gruppe reinrennen. Ich kann nicht hochkommen, dich ein, ne? Ja, das ist gut. Hab ich's auch im Kopf. Danke, Frötchen. Gerne. So. Mutti lebt. Oh, jetzt wäre ich beinahe runtergeknallt. Ich suche doch nur dieses scheiß Folianten. Wo ist der? Dieser Kackfoliant. Bin nur neugierig. Frag mich überhaupt, warum wir nicht eine Nachtelfe beschützen. Tja. Weil wir sind Hortler, dieser Lernzauberin. Ich habe keine Ahnung, wo der Foliant ist. Keine Ahnung. Ich
hoffe, dass die Quest gleich noch für mich weiterzählt. Ich glaube nicht, aber... Egal. Ich weiß zumindest, wo du dann mit dir hin musst. Oder ich mit dir hin muss. Ja. Ja, ich wurde gefragt, ob ich mit teilnehmen möchte. Also eigentlich solltest du uns beide zählen, dann sozusagen. Ja, weil dadurch, dass ich aus der Reichweite geflogen bin... Bei mir zwar fehlgeschlagen, aber vielleicht funktioniert's ja. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo der Foliant sein soll. Das Witzige ist, mir wird halt trotzdem nur angezeigt, wo man hier hin muss. Sand. Mhm, obwohl ich gleich fehlgeschlagen. Es ist witzig. Mal gucken. Und? Hi. Die sind viel größer als ich. Sei mit euch. Die sind, ja. Sie sind viel größer als ich. Und du bist viel größer als ich. Aber ja, du. Aber ich gehe auch in kleinen grünen Pfützen unter. Ja, würde ich gerade sagen. Erstmal in die Walachei gejätet, ey. Komm dran hier. Ja, ich wollte gleich meinen neuen Schauber zeigen. Hab ich den eigentlich ausgerüstet? Ja, hab ich. Nice. Ja. Yeah. Und hast du gezählt? Ist es fertig? Bisher noch nicht, ne. Okay, guck mal, mein Zauber funktioniert. Geht? Ja, funktioniert. Hi. Der klassische Final Fantasy Zauber. Geht? Oh je. Yeah. Okay, ich muss trotzdem erstmal den Folianten finden. Das gibt mir keine Ruhe. Aber eine Minute 25 Ablenkzeit. Ja, gut. Foliant, wo bist du? Foliant. Also, so ein Foliant stelle ich mir meistens in Dings vor, in einem Bücherregal. Ja. Wo ist er noch nicht? Oh. Klar, ich bin da reingekommen, aber komm nicht wieder raus. Im selben Weg. Wieder verkohlen. Ah, was steht denn da? Arcana-Foliant. Ich möchte, dass hier ein Ausführer von... sind keine gewöhnlichen Bücher, die sich mit gar keinem Thema befassen. Nun, sollte ich auf der Reise einen Arcana-Folianten finden, werde ich euch... Ja, aber wo? Wo? Willst du die Quest eilen? Eilen. Westteil. Ich muss sie erstmal finden. Wo ist sie denn? Arcana-Folien teilen da. Ich kann mir da nicht. Hat zu wenig Ruf für diese Quest. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich bin genau bei den anderen. Das kann durchaus möglich sein, ja. Das hatte ich ja zuletzt dann noch mit Dufter gemacht. Hab ich schon erwähnt, dass ich heute keinen Mittagsschlaf machen konnte? Nö, aber jetzt. Okay.
Ich weiß nicht, wo diese Drecksfoliant ist. Ja. I hate it. War der Meinung, dass das Ding irgendwo hier sein musste, aber da ist es nicht. War das aber nicht das? Kann man wohl, ja. Nee, dann mach ich auf jeden Fall einmal die. Abbrechen. Nehme ich die einmal neu an. Ich weiß halt echt nicht, wo die sein soll. Die Leute, die über den Arkan-Foliant finde, ist halt, dass es ein Item ist, den man wahrscheinlich in Instanzen bekommt. Weil da habe ich den auch zwischendurch bekommen. Also mir wird halt dieses Gebiet hier angezeigt. Hm. Und ich weiß, dass man ihn auch hier irgendwo kriegt, weil hier habe ich den da ja damals auch gekriegt. Ich weiß halt nur nicht mehr wo. Ich meine, man musste irgendjemanden killen, ich weiß nur nicht mehr welchen. Was? Bündelung der Macht heißt die Quest. Bündelung der Macht. Quest. Quest Relevant to God. Und dann gehen Sie mal. Macht nichts, wenn es schnell geht, gute Frau. Man nur die gleiche Quest, leider. Und das ist den da ja nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Er sagt, irgendwo hier in der Nähe muss es sein. Lag das Ding hinter einem Baum? Ich weiß es nicht mehr. Problem ist, der schickt mich immer zu Burning, zu WoW Classic und da hat das eine andere Reichweite halt, also eine andere Bestimmung. Wie gesagt, das hier muss halt irgendwo hier in diesem Gebiet sein. Im Internet leider nichts dazu. Leider, leider. Alles gut. Ja, ich schau einfach gleich mal. Also, wenn das deine Motte tot ist? Ja, kann sein. Ich bin aber nirgendwo runtergesprungen. Ich laufe hier nur ein bisschen. Der Zauber ist halt auch schon leider vorbei. Wenn du jetzt runterspringst, fällst du wieder.
Ich bin hier unten irgendwo runtergesprungen. Ich saß diesmal auf einem Reittier. War diesmal artig. Ich habe jetzt gerade nur diese Frau verteidigt. Die halt einfach immer wieder zurückrennt. Ja, sie will dir halt beim Kämpfen helfen, aber eigentlich nur sollst du ihr folgen. Sie braucht halt ewig in 3 Tage. Das Problem ist, dass sie halt alles, alle paar Minuten irgendwas angreift. Ich meine, eins hier hatte ich aus Versehen angegriffen. Und plötzlich rennt die überall hin. Komm doch, ich schieb dich. Ich renn ein bisschen. Bisschen mehr. Bitte ignoriere den Gegner an deiner Seite da. In der tiefen Fight hinein, flottner Elfe. Alter. Vor allem, die hat doch die Ruhe weg, ne, die Alte. Überall Gegner, aber die läuft chillig hier unten. Oh, Madame. Keiner, wirklich keiner. Und dann kommt sie. Also, Begleitquests sind alle so, ey. Das ist das Nervige dann. Boah, Alter. Geh weiter, komm schon. Keine Müdigkeit verschützen. Zack, zack, zack. Merkt halt, dass ich heiler bin, ich mach keinen Schaden. In 3 Jahren ist es dann auch mal am Ziel. Los, läuft da durch. Also, ich kann es nicht nehmen. So, bist du fertig? Ich will Pipi gehen. Pipi machen gehen. Rennt 1000 Jahre weiter. Ah, jetzt. Zieh ich mir schon mal Schuhe an. So, okay, die Quest habe ich auch. Dann schaue ich gleich einfach mal wegen diesem komischen Folianten. Ja. Irgendwo muss es da ja was geben. So.